Schon Hühchen. Nicht anstimmen. Garstiges. Ich will dich hauen, bevor du mich anstupst. So, 3000 Gold. Ist okay. Wir haben eine Menge Mana über. Sollten wir mal einsetzen. Und hey, eine Spezialfähigkeit. Nein. Hedgehog's Curse. Also Sonic's Curse. Wenn wir getroffen werden, verlieren wir einen Teil von unserem Gold und müssen es neu einsammeln. Was ja an sich ein lustiges Feature ist, aber nicht, wenn man es selber hat. Oh, sehr schön. Lebenspunkte. Oh, oh. Gut, du warst kein Doombas. Ich habe mich da schon wieder reinspringen sehen und Schaden nehmen. Oh, 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 oh. Genau das meinte ich. Und wir verlieren richtig viel inzwischen. Hängt wahrscheinlich davon ab, wie viel Gold man hat. Oh, oh. So. Oh, wart mal. Kann man so schummeln? Fällt mir gerade auf. Ne, wir hatten vorher genauso viel. Ich dachte schon, weil wir jedes Mal einen Bonus bekommen auf das Gold, das wir einsammeln. Aber bei dem eigenen runtergefallenen Gold passiert das wohl nicht. Hm. Ihr seid eigentlich gar nicht so schwer. Das kann man vertreten. Feuermagier ist schon nervig, ist aber auch machbar. Du bist doof und du bist tot. Ja, doch, die Hölle hier sieht okay aus. Da gucken wir mal weiter. Oh. Okay. Ich darf nicht ganz so schnell vorlaufen, sonst kommt wieder irgendwo so ein doofer Zombie aus dem Boden und macht mich tot. Lebenspunkte sind okay. Das Feuerchen nervt, aber ist okay. So. 4400 Gold. Oh, Sachen zum kaputt machen. Schön, 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 schön. Unten ist ein Truhe. Du bist komisch. Die sind normalerweise grün, die diese Stacheln machen. Na gut, so oder so ist er gleich tot. Schön. Den Raum mag ich nicht. Der Raum ist schon besser. Ah. Oh, das ist so ein Ansturmding. Ja, ja, ja. Kaputt. Oh, wenn die einen anstürmen und man sie dann trifft, also im Ansturm, bleiben sie stehen. Ist mir vorher noch gar nicht so wirklich aufgefallen. Schleim. Oh. Der Schleim passt. Au! Hey! Das war gemein. So. Stirb, du doofes Ding. Genau. Braucht mehr Lebenspunkte. Gold ist über das halbe Level verteilt. So. Kaputt, kaputt. Und ich komme an das Gold nicht ran. Nein! Na, wenigstens kriege ich den Schleim schön viele Lebenspunkte zurück. Das ist schon okay. So. Bei dem anderen Goldhaufen ist ein Stück Feuer drauf. So, 7800. Also ja, Hokage ist definitiv meine neue Klasse. Für diesen Modus auf jeden Fall. Alles andere ist quasi unspielbar. Selbst der gute alte Barbar ist nicht mehr das, was er mal war. Weil er halt gar keinen Schaden macht. So. Oh. Einmal schlagen. Okay. So. 9000. 10.000. Sehr schön. Ist ja nicht so, als wenn wir auf normal spielen würden, 10.000 locker drin wären, aber ja. Wir spielen halt nicht mehr auf normal, wir können nicht mehr auf normal spielen, wenn ich das richtig sehe. Weil das auch einfach nur Cheaten wäre, oder? Ja, wir könnten ja so lange einfach das Dungeon immer und immer wieder durchrennen, bis wir pro Run 30.000, 40.000 bekommen. Okay, das wäre ein bisschen übertrieben, aber ich denke mal, einmal in den kompletten Dungeon sind bestimmt 20.000 oder so.
So. 11.000. Nur weiter so. Oh. Nein! Ich hab vergessen, das Gold wieder aufzusammeln. Oh, wie viel habe ich da jetzt verloren? Doof. Ganz doof. Kaputt, 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 so. Aber egal, wir sind wieder auf 11.000, ist okay. Oh, ein Schleim. Quietsch, quietsch, quietsch. Komm mal hoch. Schleim, komm mal. Genau. Ja, das ist nicht hoch. Das ist das Gegenteil von hoch. Oh. Oh, der Vorsprung kann da echt mein Freund sein. Und da ist noch einer. So. Hälfte Lebenspunkte, 12.000 Gold. Definitiv unser bester Run seit einer ganzen Weile. Und eventuell finden wir bald den Bossraum. Oh. Hey, das sind die ganz normalen Augen. Die Stufe 1 Augen. Hm. Ah, sehr schön. Bossraum und dementsprechend Essen. So, Boss in der Hölle war der Schleim. Und da musste man eigentlich nur gutes Movement haben, oder? Also musste den Schleim spalten. Dann musste man den kleinen grünen Zauberer töten. Muss man den nächst kleineren Schleim spalten, Zauberer töten und so weiter. Aber da haben wir nicht die Lebenspunkte für. Wow, was ist das für ein Raum? Den mag ich nicht. Oh, 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 oh. So. Was täuscht immer so an? Au. So, 33 Lebenspunkte, das ist echt nicht viel. Nein, 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 nein. Kein Springen. Okay, komm. Wenn wir hier sterben sollten, dann sterben wir halt hier. Ich glaube, das reicht nicht. Das ist okay. So. Yeah, das ist jetzt ein Problem. Also da rüber zu kommen, auf den nächsten Absatz. Wie nicht? Hä? Okay, ich habe mich so sehr darauf konzentriert, das alles hier richtig zu machen, dass ich gar nicht bemerkt habe, dass ich gesprungen bin. Ich hätte es geschafft. Doofen Nasenbären. Na gut. Was ist hier unten eigentlich? Oh, das wäre auch noch schick, wenn es bei dem New Game Plus ein ganz neues Gebiet gibt. Also Nacht der Hölle quasi. Ich muss hier einfach nur runter eigentlich. Oh. Kommt mal hoch, Jungs. Ich will euch umbringen. Danke. So. Sehr schön. Kannst immer noch keinen Treffer ab, aber... Jetzt dürfte ich, glaube ich, einen Treffer aushalten. Puh, das war knapp. Ich habe ihm fast die Füße berührt. Oh. Das war auch knapp. Das ist viel zu viel knapp in letzter Zeit. Nee. Oh, oh, oh. Nein. Und unser Gold auch noch weg. Aber guckt euch das mal an. Fast zwei Reihen voll. Das ist sehr schön. Also die letzten... wie viele Folgen waren das jetzt? 4, 5 Folgen? Wenn nicht sogar noch mehr. Die waren echt zäh teilweise. Mit so wenig Kills und so wenig Gold. Die einzigen Lichtblicke waren dann halt die... War da eine Boss zum Beispiel. Aber das Ding hier... Das ist für mich ein richtig gutes Zeichen, dass wir jetzt langsam in die Phase kommen, wo wir das erste Gebiet abschließen können und dann genug Gold mit jedem Run bekommen, um wirklich ordentliche Sprünge zu machen. Oh. Aber gut, ich brauche erstmal eine Pause. Das ist nämlich ganz schön anstrengend mit der Zeit. Und wir sehen uns gleich wieder.